sein. Ausrüstung. Ah, nee, doch nicht. Ist doch nicht besser wie meins. Ist doch nicht besser wie meins. Dieses Schild. Achso, Schild brauche ich ja momentan sowieso keins. Aber das Schild hier ist sowieso nicht gerade gut. Okay. Oh, hier haben wir noch eine Ader. Ist das eine Goldader? Nee, ist auch eine Eisenader. Ich habe irgendwie gedacht, wäre eine Goldader. Gut. Dann laufe ich jetzt wohl hier lang. Ah, hier geht's raus. Ah, dafür. Ja. Dafür habe ich jetzt auch den Schlüssel gebraucht, den ich von Riglen habe. Also aus dem seiner Leiche. So, ich weiß, dass ich gerade aufgestiegen bin, aber ich warte mal noch mit dem Skill. Ah, jetzt komme ich da raus. Das habe ich jetzt oben auf der Minimap gesehen, wo ich vorher die Belia-Kultisten da platt gemacht habe. Ah, okay. Das heißt, ich bin jetzt so gut wie wieder in Suark. Hau mal gerade den Schnelllaufzauber rein. So, hier vorne steht sie wieder. Vielleicht kann ich dir erzählen, dass ihr Kumpel nicht bei den Rebellen war. Wie ist es bei dir gelaufen? Ach, Jilvi, ich habe eine traurige Nachricht für dich. Eine traurige Nachricht? Riglen ist tot. Tot? Was machst du jetzt? Ich gehe zum Silbersee. Ich werde im Bluttal nach meinen Leuten von der Waldläufergilde schauen. Vielleicht brauchen sie meine Hilfe. Oh. Das hatte ich ganz vergessen. Der Riglen war ja ihr Freund hier. Naja. Gut. Okay. Ich kann es jetzt auch nicht ändern. Halt! Ah, du bist's. Hast die ganze Aufregung verpasst. Der Baron sitzt im Kerker und sein Bruder hat jetzt das Sagen. Ich weiß, du Idiot. Gut, dass Hertan an der Macht ist. Sonst wäre die ganze Arbeit umsonst gewesen. Wie? Bist du etwa der... Ich muss weiter. Alles klar. Das sieht doch schon mal gut aus. Also hat Hertan es geschafft. Jetzt muss ich ihm nur noch die traurige Nachricht überbringen, dass sein Kumpel tot ist. Reden wir mal mit Rauter. Und? Was ist los, Mann? Richtig. Ah, da sitzt Diego. Ja, Diego und Gorn sitzen hier an dem Tisch. Diego sieht man links schon gerade. Das hat man, habe ich noch gerade so gesehen aus den Augenwinkeln. Nun, Renwick ist ein Verräter. Die feige Ratte! Deshalb kam er meinen Männern im Bluttal nicht zur Hilfe. Deshalb war die Straße gesperrt. Dieses Schwein! Das ist nun vorbei. Ein Grund zum Feiern, richtig? Du findest doch immer einen Grund. Und was noch besser ist, ich habe Klagor gefunden. Er ist in der Stadt und sucht dich. Mein Freund Klagor! Hurra! Auf ins Bluttal, Rauter. Tja, also, da ist diese Sache, Mann. Dieser Diego hat mit mir gesprochen. Ein vernünftiger Mann, richtig? Er meinte, ich würde woanders gebraucht. Verdammt, ich wollte mit dir ins Bluttal, aber... Aber was? Ich werde mit Diego gehen. Er hat große Pläne. Verdammt! Das wird eine echt große Sache. Da muss ich dabei sein. Was für eine Sache? Ich darf nicht drüber reden. Scheiße! Tut mir leid. Ich kann nichts sagen. Irgendwie ist dieser Router cool. Was kann ich für dich tun? Gut, dann reden wir mal mit Diego. Gratuliere, mein Freund. Ich habe mich nicht in dir getäuscht. Was hast du jetzt vor? Meine Geschäfte beenden, mein Boot zurückholen und dann... Nun, wir werden uns wiedersehen. Was ist mit deinem Boot passiert? Das wurde bei meiner Ankunft konfisziert. Für die Flotte. Lächerlich. Stuark hat eine Flotte? Na, sieh dich um. Mit meinem Boot ist die Stuarker Flotte wahrscheinlich doppelt so groß wie zuvor. Du bist meiner Frage ausgewichen. Wo werden wir uns wiedersehen und was hast du vor? Großes, mein Freund, Großes. Du wirst noch rechtzeitig davon erfahren. Okay. Ah, du mal wieder. Und was weiß Gorn? Gute Arbeit, Kleiner. Gute Arbeit. Die Beweise gegen Renwick sprechen für sich, oder? Allerdings.
Ich habe Renwick auf der Schulter in den Kerker getragen. Hat geschrien und gezappelt wie ein Schwein. Hast du ihn schon im Kerker besucht? Ein wunderbarer Anblick. Und dazu noch die feige Ratte Meermund. Einfach herrlich, ihre dummen Gesichter. Mann, ich stehe auf dem Scheiß. Was hast du jetzt vor? Das bespreche ich gerade mit Diego. Sieh du mal zu, dass du zum Silbersee kommst. Sehen wir uns wieder? Verlass dich drauf. Gut, das werde ich auch mal tun. Ich werde jetzt mal mit... Oh, hier bin ich falsch. Ich werde jetzt auch mal mit Renwick reden. Ah, hier ist Syra. Was weiß die? Und? Lass mich raten. Das hier ist dein Verdienst. Ich habe Hertan geholfen, ja. Ist dir klar, dass diese Leute jetzt alle sterben werden? Wieso das denn? Hertan wird sich niemals König Ruba ergeben. Stuark ist dem Untergang geweiht. Dafür muss der verfluchte König von Myrtana erst einmal den Krieg gewinnen. Er hat bis jetzt jede Schlacht gewonnen. Jede. Dann ist es an der Zeit, dass er verliert. Syra scheint wohl ein bisschen auf der Seite von Ruba zu stehen. Zumindest ja nicht unbedingt auf deren Seite, aber... Ah, hier ist Klagor. Hatte ich doch recht, war es doch der Freund von Hurra, Porter. Hurra! Lang lebe Lord Hertan! Jawohl, lang soll er leben. Die Briefe waren Gold wert. Da hast du uns einen großen Dienst erwiesen. Renwick, den alten Drecksack, sind wir los. Jetzt soll Ruba nur kommen. Wir werden ihm zeigen, wie die Männer aus Duark kämpfen. Dann trink nicht so viel. Feiern hat seine Zeit und kämpfen hat seine Zeit. Heute wird gefeiert. Komm, trink mit! Ich muss weiter. Übrigens, Rauter sucht dich. Der alte Rauter. Gut zu wissen. Innos sei mit dir. Wir werden dich nicht vergessen. Lang lebe Hertan! Gut. Gehe ich jetzt mal zu... wie hieß der jetzt nochmal, der König? Der Baron vorher? Ich hab's vergessen. Wieso habe ich das vergessen? Aber hier ist er, Meermund und Lord Renwick, genau. Reden wir zuerst mal mit ihm. Gut, Meermund. Kommst du auch, um mich zu verhöhnen? Ja. Ich wollte nur mal den Wurm sehen, den Roba geschickt hat. Wer bist du? Ich? Ein Niemand. Aber ich habe eine Rechnung offen mit Roba. Ich würde sagen, er hat die erste Rate bezahlt. Dann warst du es, der Hertan geholfen hat. Ich habe von dir gehört. Ich kann nur hoffen, dass auch Roba von mir hört. Du wirst den Tag noch bereuen, an dem du dich gegen Roba den Dritten gestellt hast. Sei dir gewiss, man hat ein Auge auf dich. Deine Drohungen kannst du dir sparen. Du wirst hier unten verrotten. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Verdammt sollst du sein. Der wahre König wird obsiegen. Ich werde auf dein Grab spucken und deinen Namen verfluchen. Meinen Namen? Sag mir deinen Namen. Sag mir deinen Namen! Mach's gut, du Trottel. Gut, mal sehen, was Lord Renwick so will. Ich bin der Baron! Lasst mich frei! Sofort! Hättest du gern. Du bist Hertans Bruder, richtig? Hol mich hier raus! Ich bin das Opfer einer Intrige! Hertan wird Stuark ins Verderben stürzen! Ihr braucht mich! Versteht ihr nicht? König Rauba ist unser Freund! Hier bist du bestens aufgehoben. Jo, das ist er. Gut, dann rede ich jetzt mal noch mit Hertan. Irgendwie erinnert mich Hertan immer an Hertha BSC. Naja, heißt er auch fast so. Boah, Entschuldigung. Rede ich jetzt mal mit dem. Mal gucken, vielleicht hat er noch irgendwas für mich. Hier steht er ja schon direkt. Bin ich froh, dich zu sehen. Was ist mit Ricklin? Ich habe Ricklin gefunden, aber er war bereits tot. Tot, sagst du? Wie traurig. Aber ich halte mein Wort. Diego ist frei und dein Passierschein liegt bereit. Ganz Duark steht in deiner Schuld. Nimm diesen Schild als Zeichen unserer Freundschaft. Ihn zu tragen ist dem Hause Stuark und seinen engsten Getreuen vorbehalten.
Ich habe auch ein paar gute Rüstungen aus der Waffenkammer holen lassen. Such dir eine passende aus. Du wirst sie im Bluttal brauchen. Wow, cool. Was wird jetzt das, Renwick? Sein Verrat wird nicht ungestraft bleiben. Das Volk wird entscheiden. Er sitzt im Kerker und hat Zeit, über seine Taten nachzudenken. Ich habe durchaus Mitleid mit meinem Bruder. Mermund war ihm ein falscher Ratgeber. Und was geschieht mit Mermund? Ich kann ihn vielleicht noch als Faustpfand gebrauchen, falls Roba hier auftaucht.